Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee. In meinem heutigen Video geht es um 5 super Methoden zur Verbesserung der Gesundheit und Erhöhung der Lebensenergie. Seitdem ich diese 5 Methoden in meinen täglichen Lebensablauf mit aufgenommen habe, konnte ich eine deutliche Verbesserung meiner Gesundheit und Erhöhung meiner Lebensenergie feststellen. Und diese tollen Methoden möchte ich sehr gern mit euch teilen. Die erste Methode ist, es ist sehr zu empfehlen, Wildkräuter in die Nahrung mit aufzunehmen. Denn Wildkräuter versorgen unseren Körper optimal mit Nährstoffen und sie haben von allen Lebensmitteln die höchste Energiefrequenz. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, mein Video zu schauen, die 7 genialsten Wirkungen von Wildkräutern auf unsere Gesundheit. Und den Link dazu erhältst du hier. Pling! Ich rate dir, verwende nur die Wildkräuter in deiner Nahrung, die du auch schon wirklich gut kennst. Man kann sehr viele tolle Rezepte mit ihnen kreieren. Ich verwende sie gern als Smoothie, im grünen Smoothie. Man kann Säfte machen, Wildkräutersalate oder auch andere tolle, leckere Wildkräuterkreationen. Wenn du mich mal auf meiner Webseite besuchen kommst, erhältst du dort ein gratis Geschenk von mir, und zwar meine 5 besten Rezepte mit Wildkräutern in Vegan und Rohkost. Ich freue mich, wenn du mal vorbeischaust. Die zweite Methode ist, nimm dir jeden Tag mindestens eine halbe Stunde oder wenn es geht auch länger und geh hinaus in die wunderschöne Natur, irgendwo in den Wald, an einen See, im Park, wo auch immer. Und lass all deine Gedanken, Sorgen und Ängste des täglichen Lebens zurück. Begib dich ganz bewusst in die Natur. Atme bewusst. Lausche den Vögeln und den Geräuschen der Natur. Schau dir die tollen Pflanzen und Bäume an. Und schau, was die Natur dir gern zeigen möchte. Diese Methode verwende ich schon sehr lange und ich finde sie einfach sehr erhebend. Sie bringt mich immer wieder in meine Mitte, klärt meine Gedanken und Gefühle und man fühlt sich einfach wunderbar, wenn man das oft macht. Die dritte Methode ist, tue jeden Tag mindestens einmal etwas, was dir wirklich Spaß und Freude bereitet. Ich liebe es zum Beispiel, wenn ich draußen in der Natur bin und genieße einfach, die Bäume zu betrachten und Wildkräuter zu sammeln und singe auch mal ein Lied vor mich hin. Egal was es ist, singe, tanze, triff dich mit Freunden, was auch immer dir Spaß macht. Und genieße diese Freude bewusst, spüre die Freude in deinem Körper, wie sie sich anfühlt, in jeder einzelnen Zelle. Das wird deine Lebensenergie sehr erhöhen und was deine Lebensenergie erhöht, ist sehr förderlich für deine Gesundheit. Die vierte Methode ist, vollbringe jeden Tag mindestens eine gute Tat. Hilf irgendjemanden in deinem Umfeld, tue für irgendjemanden etwas Tolles, worüber er sich freut. Und sei es auch nur etwas ganz Einfaches, indem du ihm ein strahlendes Lächeln schenkst. Und dann schau, wie er darauf reagiert, spüre die Freude desjenigen. Und diese Freude wird zu dir zurückfließen und die wird dich sehr erheben. Sie wird als potenzierte Kraft zu dir zurückfließen. Die fünfte Methode ist, bedanke dich bei Mutter Erde. Lass deine Dankbarkeit zu Mutter Erde fließen, für all die Dinge, die sie dir jeden Tag schenkt, für ihre Liebe, für die tolle Nahrung, für die Früchte und Wildpflanzen, für die tollen Lebewesen, die dein Leben bereichern. Bedanke dich bei Mutter Erde, das wird dich sehr mit ihr verbinden und ihre Liebe wird zu dir sehr stark zurückfließen. Es ist toll, da zum Beispiel ein Ritual draus zu machen. Frühs, gleich nach dem Aufstehen zum Beispiel, raus in den Garten zu gehen, Mutter Erde zu danken, ihr auch was zu geben. Wenn du was nimmst von ihr, dann gib ihr auch was. Und sei es einfach deine Freude und Dankbarkeit oder ein tolles Lied. Diese Methoden sind sehr erhebend. Sie bringen dein Licht zum Strahlen und sind sehr förderlich für deine Gesundheit. Probier es einfach mal aus.
Falls es dir gefallen hat, dann schenk mir doch ein Like. Besuch mich mal auf meiner Webseite. Bling! Oder auch auf Facebook. Ich freue mich. Alles Liebe und bis jetzt, sagt dir Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.